Amtsgericht Moabit. Es ist das Jahr 1972. Zwei Anwälte verteidigen einen Dritten. Ein Foto dokumentiert die Situation. Drei Männer, zwei in Talaren, der dritte dahinter ein Angeklagter. Die Bildunterschrift lautet: Die Anwälte und die RAF. Es sind Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler. Horst Mahler ist als Mitglied der Roten Armee-Fraktion angeklagt. Die beiden anderen sind seine Kollegen und seine Verteidiger. Hans-Christian Ströbele trägt die Robe von Horst Mahler als Zeichen der Verbundenheit. Das Trio hat große Ideale und ein gemeinsames Ziel. Sie sehen den Staat als Bewahrer sozialer Ungleichheit und als Unterdrücker politischer Freiheit. Sie kämpfen gegen die US-amerikanische Vietnampolitik und gegen Altnazis in Deutschland. Sie wollen eine andere Republik. Uneins sind sie sich über den Weg dorthin. Es ist leider aber auch festzustellen, dass in so und so vielen Fällen mehrere Beamte sich auf Kommilitoninnen stürzten, die teilweise schon am Boden lagen und sie so zusammenschlugen, dass sie blutüberströmt dann das Weite suchten und dann noch auf dem Wege zum Krankenwagen von Polizeibeamten beschimpft wurden. Man stellte ihnen ein Bein, so dass sie nochmal auf den Boden hinschlugen. Auch diese Szene ist eindeutig belegt. In dieser Situation hat sich auch ein anderer Beamter gegen seine Kollegen gestellt und sie aufgefordert, diesen Unfug sein zu lassen. Das alles sind Dinge, die sich unter den Augen der höchsten Polizeioffiziere und unter den Augen des Polizeipräsidenten vollziehen konnten. Wir haben zahlreiche fotografische Aufnahmen, wie Polizeioffiziere völlig unbeteiligt daneben stehen, wo andere Beamte niederen Ranges mit Gummiknüppeln am Boden liegende Demonstranten misshandelten. Ich glaube, dass hier der Charakter dieser Aktion eindeutig den Schluss zulässt, dass es der Polizei darauf ankam, hier ein abschreckendes Exempel zu statuieren mit Mitteln, die diese unsere Rechtsordnung einfach nicht kennt. Noch in derselben Nacht, der Todesnacht von Ohnesorg, bildete sich ein Ermittlungsausschuss der außerparlamentarischen Opposition, insbesondere der Studenten, die alle möglichen Zeugen befragt hat, Fotos gesammelt hat. Und ich habe dann der Obduktion von Ohnesorg beigewohnt. Man wollte es vertuschen. Man redete von stumpfer Gewalteinwirkung, bedauerlich Schädelbruch und mit Todesfolge. Und ich war bei der Obduktion dabei und höre das Klicken noch in die Nierenschale, wie die Kugel aus der Hirnschwarte, hier aus der Kopfschwarte, in diese Schale fällt. Und dann rief mich Professor Krauland direkt an den Seziertisch und hat mir das geschildert, was da passiert war. Ein Schuss hier hinten und das geht dann bis hier oben und da trat die Kugel nicht aus, sondern sie blieb stecken und wurde herausoperiert. Also war klar, Ohnesorg war von hinten erschossen worden. Vorgefahren. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld. Sie sehen jetzt, dass sich offensichtlich eine kleine Schlägerei anbahnt. Es ist eigentlich unverständlich, dass die freiwillige Polizeireserve, die vor der nächsten Absperrung steht, jetzt an dieser Stelle nicht eingreift. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Die Polizei hat auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Der 2. Juni 1967 war für mich ein fast Schicksalstag, ein
Schlüsselerlebnis, weil er geradezu der Anlass meiner Politisierung und Teilnahme an der außerparlamentarischen Opposition war. Ich hatte am Vormittag es nicht mehr geschafft, zu der Anti-Schah-Demonstration zu kommen vor dem Schöneberger Rathaus und war dann abends auf dem Wege zur Deutschen Oper, wo ich wusste, dass da eine große Demonstration stattfinden sollte. Da kamen mir schon erste Demonstranten entgegen, die offenbar von der Polizei gejagt wurden. Und ich habe dann am Abend das Ende der Demonstration mitbekommen und habe erfahren, dass die Polizei äußerst brutal in die Demonstranten reingeschlagen hat und dass der Student ohne Sorg erschossen worden ist. Ich wusste natürlich damals noch nicht von ohne Sorg, sondern ganz im Gegenteil. Uns wurde ein Gerücht mitgeteilt, ein Polizist sei von einem Demonstranten mit dem Messer erstochen worden. Das stellte sich schon im Laufe der Nacht als falsch raus. Am nächsten Morgen habe ich in der Zeitung auf der ersten Seite in einem Boulevardblatt eine junge Frau gesehen, die blutüberströmt im Gesicht war und sich den Kopf hielt. Darunter stand sinngemäß, getroffen von einem Stein der Chaoten. Im Laufe des Tages meldete sich diese Frau und teilte mit, dass sie nicht von einem Stein der Chaoten getroffen worden war, sondern von einem Polizeiknüppel. Das hat mein Gerechtigkeitsempfinden in höchstem Maße mobilisiert. Ich war empört. Und das war eigentlich der Anlass für meinen Entschluss, mich jetzt auf die Seite der Demonstranten zu stellen und diesen zu helfen. Ich habe mich noch am selben Tag bei Horst Mahler, dem damaligen APO-Anwalt, gemeldet und habe gesagt, ich bin bereit, ihn als Referendar bei seiner Arbeit zur Verteidigung der Studenten und der APO-Angehörigen zu unterstützen. Und von da ab gehörte ich mit noch zwei anderen Referendaren zum Team um Horst Mahler, um die vielen hundert Rechtsangelegenheiten betreut haben. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Die Stadt war natürlich faszinierend. Ja. Es war ja noch vor der Mauer, man konnte noch von Ost und West, konnte man noch die Sektorengrenze passieren. Und ja, und in dieser Atmosphäre bin ich hier mit vielen Schauspielern und Künstlern und vielen anderen bekannt geworden. Und dann ergab sich so eine Entwicklung, die auch zur Gründung des sogenannten Republikanischen Clubs geführt hat. Sondern es war mehr so eine liberal, sozialdemokratisch, teilweise auch kommunistische Gruppierung, die sich da zusammenfand als Debattierclub. Und man dachte, man kann da also auch mal ein bisschen das gute Leben, ja, savoir vivre und Diskussion. So, das war so die Vorstellung. Dann bin ich in einem Erbrechtsverfahren mit einem Anwalt zusammengekommen, der auf der anderen Seite war. Dieser Anwalt hieß Horst Mahler. Der war damals schon eine Berühmtheit und zog immer so einen Rattenschwanz von Journalisten hinter sich her, kam da auch mit der großen Pose, also wo ist die Wanze, die ich zertreten darf, ja, so kam der da rein, die Wanze war ich. Und zu seinem großen Erstaunen habe ich dann den Prozess, die Wanze hat den Prozess gewonnen und nicht der berühmte Anwalt Mahler. Und das ist ja immer ganz gut, dann merkt man, aha, der Mann kann auch ein bisschen was. Und über Horst Mahler habe ich dann später dieses Mandat bekommen im Koras-Prozess, ohne Sorgprozess, in dem gegen den Polizeibeamten Koras, was übrigens mein erster politischer Prozess war, der keine Verteidigung war, sondern eine Anklage. Ja, er wurde zweimal freigesprochen. Gut, ich muss das Urteil ja respektieren, da bin ich rechtsstaatlich genug, um das so zu sehen. Die Frage ist eben, hat er den ohne Sorg willentlich erschossen oder hat sich da nur ein Schuss gelöst? Was den Fall so düster macht, ist die Tatsache, dass viel Beweismaterial verschwunden ist. Es gab ja auch Filmaufnahmen, die sind merkwürdigerweise dann vernichtet worden. Und deshalb bleibt natürlich ein großer Zweifel, was da wirklich geschehen ist und wer da was zu verantworten hat. Für mich war es die Bestätigung,
der marxistischen Theorie über die Rolle des Staates als Instrument der Herrschenden zur Unterdrückung der ausgebeuteten Mehrheit. Für Schiele war es der Zusammenbruch rechtsstaatlicher Illusionen und er hat sich da als Liberaler radikalisiert und meinte, wenn der Missstand aufgedeckt ist, wird er auch behoben. Während ich sagte, nein, der Missstand muss zwar aufgedeckt werden, aber der wird nicht behoben, sondern das ist ein Schritt zur Bewusstmachung hin zu dem Punkt, dass dann die Massen begreifen, sie müssen eine Revolution machen. Insofern haben wir da also uns auch nicht abgegrenzt voneinander, sondern unterschiedlich positioniert. Wir haben zum 1. Mai 1969 das Sozialistische Anwaltskollektiv gegründet. Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, erstens, wir sind Sozialisten, die auf der Seite der Benachteiligten, der Unterdrückten stehen. Das hieß ganz konkret, dass wir niemals einen Hauseigentümer gegen einen Mieter vertreten wollten, dass wir niemals einen Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Arbeiter oder Angestellte vertreten wollen. Das haben wir dann auch so gehandhabt. Das heißt, wir sahen uns an der Seite der außerparlamentarischen Bewegung, die wir unterstützen sollten, an der Seite der Sozialisten oder auf dem Wege zum Sozialismus. Also ich weiß, dass Schiele bei uns im Anwaltskollektiv sehr gut angesehen war. Wir waren ja praktisch Nachbarn, er war auf Schaperstraße und wir waren dann in der Meyer-Otto-Straße, konnten praktisch uns ins Fenster sehen. Wir waren häufig zusammen im Republikanischen Club und von daher war schon ein gutes persönliches Einvernehmen vorhanden. Sie sagen selbst, Sie suchen ein Nebeneinander. Wir wollen nicht mehr auf diese Frage im Einzelnen eingehen, aber etwas im Zusammenhang damit. Können sich tatsächlich, wie Sie selbst sagen, sich mit allen Ihren Mandanten solidarisch erklären, selbst wenn diese so weit gehen, einen Gerichtssaal zu beschmutzen? Dass diese Fragestellung, die zielt ja auf eine bestimmte Antwort, Herr Kastorf. Es ist so, dass man sich mit dem Mandanten im Allgemeinen nie identifiziert. Man identifiziert sich allenfalls mit seinen politischen Zielen. Und das ist in der Tat in sehr vielen Fällen bei meinen Mandanten richtig und, wie ich meine, auch notwendig. Das bedeutet nicht, dass man die Mittel, die jeweils angewandt werden, um diese Ziele zu erreichen oder diesen Zielen näher zu kommen, jeweils billigt und richtig findet. Man muss hier aber für die jungen Leute, und ich zähle mich ja auch noch zu den jungen Leuten, immerhin einen Spielraum für politische Experimente, die sich auch auf die Mittel beziehen, offen lassen. Und es wäre also falsch, wenn man hier jeweils ein extremes Mittel nun auch lauthals verurteilen würde. Wenige Stunden nach dem Attentat auf Rudi Dutschke marschierten Studenten vor das Springerhaus in Berlin. Scheiben gingen zu Bruch, Autos brannten. Springers Anwälte bezifferten den Schaden auf 506.996 Mark und 71 Pfennig. Einer sollte dafür haften. Horst Mahler, 33 Jahre, bekannt als APO-Anwalt. Ihn verurteilte die 11. Zivilkammer des Landgerichts Berlin zu Schadensersatz. Dazu Rechtsanwalt Schiele, Mahlers Vertreter in diesem Zivilprozess. Eine Verkehrssicherungspflicht besteht